Das, was Sie sehen, ist die Erfolgsgeschichte eines Autos von Volkswagen, richtig der Golf. Der erste erschien, und da steht er, 1974, und die meisten von Ihnen kennen ihn, genauso wie ich auch. Viele sind ja auch einen Golf schon gefahren. Und das hier ist die gesamte Generationspalette Golf 2, 3, 4, 5, 6 und auch 7. Und jetzt wird der neue vorgestellt, der Golf 8 hier in Wolfsburg, da wo man diese Autos baut, und so sieht er aus. Völlig neu entwickelt soll die 8. Generation den Bereich der sauberen und sparsamen Verbrenner abdecken. Er steht wie der Vorgänger auf der MQB-Plattform. Trotzdem ist alles anders, und das zeigt auch die Weltpremiere der 8. Generation in Wolfsburg. Er ist rund 2 cm länger und 4 mm flacher, also fast identisch mit dem Vorgänger. So, und jetzt steht neben mir ein Mann, der ist verantwortlich für das Aussehen des neuen Golf 8. Der Chefdesigner von Volkswagen, Klaus Bischoff. Herr Bischoff, ich habe ihn sofort erkannt, das ist wieder ein Golf, aber das hinzukriegen ist nicht so einfach. Nee, das ist nicht trivial. Es geht halt darum, die Elemente, die den Golf auszeichnen, wie die Breitenbetonung der Front, die charakteristische C-Säule, die beiden parallelen Linien der C-Säule, die Gelassenheit, das alles immer wieder neu zu erfinden, neu zu mischen in einer zeitgemäßen, absolut modernen Form. Darum geht's. Die Scheinwerfer sind nun schlanker, die Motorhaube runder und weiter heruntergezogen, und es gibt ein neues Logo. Viel Chrom wertet den neuen auf. Und auch das Heck hat an Dynamik dazu gewonnen. Sportlich sind auch die Endrohre. Auch beim Dach hat man sich für die Sportlichkeit entschieden. Das ist hier ein bisschen flacher, es geht also früher nach unten, wirkt ein bisschen coupéhafter. Hinten, naja, da würde ich sagen, da sieht einiges aus wie beim T-Roc. Zum Beispiel die Rückleuchten, aber das steht dem neuen Golf 8 richtig gut. Auch für den Golf 8 gibt es natürlich eine ganze Reihe von Motoren. Es würde sicherlich zu lange dauern, die alle aufzuzählen. Also Diesel und Benziner der neuesten Generation sind vorhanden. Und beim Basisauto gibt es sogar ein 48 Volt Bordnetz und einen Riemengenerator. Damit ist man in der Lage, auch elektrisch unterstützend zu fahren. Dieses Mild-Hybrid-System senkt auch den Kraftstoffverbrauch. Alle Motoren erfüllen Euro 6 D-Temp. Neben neuen Diesel-, Benzinen- und Erdgasmotoren sind auch Hybridversionen im Angebot. Leistung gibt es von 90 PS bis hin zu 245 PS beim GTE. Bleibt der Golf denn trotz eines ID.3 das Topmodell? Der Golf bleibt natürlich in der ersten Reihe. Der Golf ist unser wichtigstes Produkt. Auch in der Zeit der elektrischen Fahrzeuge wird der Golf das meist abgesetzte Fahrzeug sein. In der Marke Volkswagen. Der Golf ist sehr modern geworden, kann viele Dinge ähnlich gut wie ein i3, viele Dinge besser. Er ist die richtige Wahl für die Kunden, die noch nicht sicher sind, wirklich sich voll elektrisch zu entscheiden. Wir haben Mild-Hybride, wir haben die modernsten Benzin- und Dieselmotoren, wir haben Plug-in-Hybride mit hoher Leistung, mit Reichweiten über 50 Kilometer, und von daher ist der Golf für viele Kunden wahrscheinlich das richtige Auto. Ein virtuelles Cockpit ist genauso an Bord wie der bis zu 10,2 Zoll große Monitor. Per Wisch, Touch und Sprachsteuerung ist alles mit dem neuen MIB3 zu bedienen. Assistenzsysteme können sogar nachträglich aktiviert werden. Die Ausstattung ist wie immer hochwertig und zählt zum Besten in der Klasse. Egal, ob Sie sich nun für diesen weißen oder den zitronengelben entscheiden, Sie kaufen ein technisch richtungsweisendes Auto. In seiner Klasse wird der Golf 8 wahrscheinlich wieder tonangebend werden. Aber er ist nicht konkurrenzlos, denn bei VW gibt es ja noch den ID.3, den rein elektrisch angetriebenen kompakten. Und da stellt sich die Frage, für wen entscheiden sich denn dann die Käufer, für den oder den? Die Zukunft wird es zeigen. Der hier soll kosten so um die 18.000, 19.000 Euro. Das war's von mir. Tschüss.